Brrr. Ist das heute schön kalt? Ja, wunderschön. Aber es ist schon wieder Nachmittag und von unseren Freunden gibt's weit und breit keine Spur. Die mögen dieses Wetter nicht. Aber schaut mal, was haben die mit ihrem Haus gemacht? Merkwürdig. Als wäre bei denen der Frühling ausgebrochen. Nö, glaub ich nicht. Soll ich dir sagen, was ich glaube? Hm? Wenn's draußen regnet, stürmt und schneit, dann ist das unsere Jahreszeit. Nur unsere Freunde kommen nicht raus, sitzen lieber drinnen im warmen Haus. Sie haben die Heizung aufgedreht, dass einem fast die Luft ausgeht. Spielen Mühle, Dame, Halma und Schache. Aber etwas haben sie falsch gemacht. Sie haben das Fenster aufgerissen, als würden sie es einfach nicht besser wissen. Dazu die Heizung auf 30 Grad, weil keiner bei Kälte gern spielen mag. Nein, wer macht das schon? Was treiben unsere Freunde bloß? Was da passiert, ist beispiellos. Erst haben sie uns hier vergessen und sind nur auf ihr Spiel versessen. Und jetzt sieht es beinahe so aus, als heizten sie nicht nur das Haus. Was treiben unsere Freunde bloß? Denn sie sind wirklich völlig ahnungslos. Ja, also wenn die so weitermachen, dann schmelzen die Iglus am Südpol. Und wir warten bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag, wa? Und was passiert jetzt? Wir spielen einfach weiter. Es geht hoch her. Da bleibt kein trockenes Auge mehr. Nein, nein. Mensch, ärger dich nicht. Und Schnecken rennen. Und hier draußen beginnt der Schnee zu brennen. Das Ganze ist ein Teufelskreis. Die Heizung glüht. Das Fenster ist heißer. Wenn wir da an den Südpol denken, da gab's keine Wärme zu verschenken. Anstelle 3-4 Mal am Tag kurz lüften, so wie man es mag, wird die warme Luft hier unverdrossen einfach zum Schornstein rausgeschossen. Ja, einfach so rausgeschossen. Was treiben unsere Freunde bloß? Was da passiert, ist beispiellos. Erst haben sie uns hier vergessen und sind nur auf ihr Spiel versessen. Und jetzt sieht es beinahe so aus, als heizten sie nicht nur das Haus. Was treiben unsere Freunde bloß? Denn sie sind wirklich völlig ahnungslos. Entschuldigt, wir haben euch ganz vergessen. Kaum der Rede wert. Ist fast schon wieder Frühling. Wie kommst du denn darauf? Oh, ein Wunder! Nein, kein Wunder. Ihr habt nur vergessen, wie es richtig geht. So wie ihr unsere Verabredung vergessen habt. Also Leute, wie heißt es doch so schön, ne? Fenster zu, dann Heizung an, damit es drinnen warm sein kann. 2-3 Mal lüften, das reicht aus, für frische Luft im ganzen Haus. Erst Fenster zu, dann Heizung an, damit es drinnen warm sein kann. 2-3 Mal lüften, das reicht aus. Das ist genug, so sieht es aus. Ist gebongt. Und jetzt spielen wir zusammen. Kommt!